Wie kann man da noch was Lustiges draus machen, aus einem Anschlag, wo 100 Leute gestorben sind? Dankeschön. Da geht doch das Gold verloren. Das ist ja dann nur noch Pokémon. Ja, das ist auch leider nicht so optimal, aber paar Minütchen geht das. Und dann checkt das Spiel das und dann geht's nicht mehr. Paar Minütchen geht das. Das ist wie mit dem Podcast. Geht paar Du Minütchen. machst ja schon wieder tiefe Recherche. Ja, ich will Geil. nämlich nicht wieder nur Scheiße erzählen, dann in den Kommis Geknechtet werden. nee, ich suche ein ganz anderes Wort. Gib mir mal kurz die Zeit. Exposed Ja. habe ich gesucht, das Wort. Hallo Leute, Tino ist nicht da. Ihr habt es schon gehört. Ja, der ist auf LBM. Leipziger Buchmesse ist das für die Die keinen Dummen Plan unter haben, wie euch. die Vollidioten. Ja, und deswegen ist das jetzt, wie es ist hier. Genau. Und Na? damit ein. Ach. Machen wir nochmal von vorne, das war jetzt ohne viel Energie. Hi Leute, willkommen beim Oha. Brennpunkt Internet. Internet. Wow! Na, Ein. seid ihr genauso gut drauf wie wir? Saftiges von Aloha, der Auto, Autodaten. Bahn. Wir sind Tinko. Tino und Tino. Und Tino. Wer bist du? Tina. Mit Tino. Du bist Tina. Du bist, ich will echt sagen Tini, aber das stimmt ja schon wieder fast, ne? Ja, gut. Nicht ganz Tini, aber fast. Ja, 13 zählt ja nicht als Tini. Doch, Doch, steht. 13. Nee, 12, Entschuldigung. Dumm. Verkackt. Also, Egal. wir haben hier eine 12-Jährige sitzen und Hallo. reden jetzt über die Woche. Ja. Wie wir das hier im Brennpunkt jedes Mal machen. Und Die diese Woche, Woche. boah, das ist wirklich, was die Woche passiert Es ist. war Ich ein habe das Open-Up von Gefühlen, alles gar Emotionen. nicht mitbekommen, weil ich habe ja gezockt. Ja. Was hast du denn gezockt? Dragon's Dogma, das. Dogma Oh Gott, 2. oh Gott, oh Gott. Ich sehe schon hier die ganzen Euroscheine in die PlayStation rein investiert, damit du fast traveln kannst. Saturn hat 20 € Osterrabatt gerade, 20%. Habe ich nicht gesehen, ich war dort. Da stand nichts von Aber 20%. es ist so, ich habe es auch nicht gesehen, aber an der Kasse wurde es abgezogen. Dann stand auf Toll. dem Kassenzettel Das ist ja richtig verarscht. Dann Osterrabatt. kaufe ich da was, weil ich denke, aus Osterrabatt, dann ist das gar nicht. Doch, ist so. Jetzt schnell Ja, zuschlagen. nee, nee, übelst nee. geil. Dann, aber bei Amazon ist halt immer 20% gegenüber Saturn-Rabatt. Also warum soll ich da das Na. Risiko eingehen, bei Saturn irgendwie Lass uns nicht darüber reden, sondern in die über die Materie Woche? einsteigen, weil ich rede halt seit Monaten über dieses Spiel. Und jetzt ist Jetzt rausgekommen, ist es jetzt wollte rausgekommen. Robin fast traveln und was war? 2,99. Ne? Nein, wer hätte sich ausdenken lassen, dass dieses Spiel wirklich so einen großen Bass kreiert, dass das hier wirklich ein relevantes Thema ist und nicht nur so ein Nischending, Es was ich geht seit um Monaten. Dragon's Dogma. Einige haben es schon erraten, weil wir es gerade eben schon gesagt haben. Ja. Ja. Und Und ja. das Internet brennt. Ja, da können wir mal einen Punkt draufsetzen. Es Vielleicht gibt brennt natürlich das. noch andere Sachen, die passiert sind, wie Russland und Ja, Cannabis-Legalisierung. Das Russland sind ist alles nicht so passiert. wichtig. Russland passiert Ihr jeden wollt es hier Tag. nur, ihr habt das erfahren. Russland ist passiert. Zurück zu Dragon's Dogma. Für was hast Da du sonst kommen wir noch? auch noch zu. Das wollen die Leute doch nicht hören. Ja, eben, das ist nicht das Russland Thema ist der out, Woche. ja. Also, bei Dragon's Dogma, du Ja. wolltest den zweiten Karrer erstellen, 99 Cent. Ja, nein, das ist ganz falsch. Also, Was ist passiert? was Robin ist wollte passiert? das Nochmal Spiel zurückrudern. Ich starten, wollte das Spiel starten und es diverse. ist einfach komplett flüssig gelaufen und alles war cool auf der PlayStation. Es gibt gar keine Probleme. Auf dem PC gibt es Ruckler, wenn du nicht die perfekte, ich kenne ja mich nicht aus, die 4090 ist wohl so ein krasses Ding. Na? Und wenn man die hat, das bringt trotzdem keine 120 Frames flüssig, weil Braucht man das so 120 Frames? CPU-demanding ist. Ist das nicht so, dass man über 60 Frames mit dem Auge eh nicht wahrnimmt oder Das so? ist halt so das Ding, ne? Also das ist ja so ein bisschen esoterisch, ne? Es gibt ja auch diese Audio-Pros, diese teuren, Noble, die Edel-DJs, ne? Ja. Und alles auf Schallplatte und muss original sein, soweit so richtig. Aber es gibt ja auch dann so, ja, das muss dann durch so Kabel aus Gold, muss das dann fließen, kein Scheiß. Okay. Gibt's wirklich, habe ich in der Uni damals gelernt. Und dann kannst du auch wirklich ein Stromkabel aus goldenen Wire kaufen, natürlich für 3000 oder was Euro, was halt so gar nichts bringt. Aber wie gesagt, ja, das ist viel besser, das hört sich dann, ist ein besserer Sound, weil der Strom dann besser fließen kann. Und so ist das mit den 120 FPS. Okay.
Also nochmal ganz... Aber ich sag auch, alles was über Full HD ist, ist auch Esoterik. Also 1080p völlig ausreichend. 2K, 4K, 8K ist einfach nur Datenverschwendung. Ja, wir müssen vielleicht nochmal zwei... Außer bei, ganz kurz zur Einordnung, außer bei Virtual Reality, das ist was anderes. Wir müssen vielleicht nochmal zwei Schritte zurückrudern. Dieses Spiel ist released worden am 22. Das ist jetzt 2 Tage her. Und auf PC hat es eine schlechte Performance, das habe ich schon gesagt, aber auch nicht bei jedem und bei Reviewern auch nicht. Des Weiteren gibt es Microtransactions, die aber nicht nötig sind. Und der letzte große Kritikpunkt... Microtransactions sind unnötig. Das müssen wir vorausstellen. Also nicht, dass ich jetzt hier, wir sind Apologist wirke, ja, aber wir sind uns seit 20 Jahren einig, dass Microtransactions uncool sind. Ja, Pferderüstung Oblivion, wir kennen das alle. Das ist nicht geil. Aber wobei Lazarussteine erwecke die Toten zum Leben A für 99 Cent echt ein guter Deal ist. Du bist so hässlich, Alter. Ja, reden jetzt wirklich von Microtransactions oder von DLCs? Es sind Microtransactions, okay. Aber es sind alles Dinge, die du super einfach im Spiel auch bekommst. Mhm. So. Und es gab halt einen großen Reddit-Post, der gesagt hat, man müsse in Dragon's Dogma Geld bezahlen, wenn man schnell reisen wollen würde. Und das ist einfach faktisch falsch. Und das ist einer der Gründe, warum sich eine riesige Hasswelle jetzt über dieses Spiel hereingießt. Ja, also irgendwie 34% positive Reviews auf Steam, das ist nicht so viel. Mhm. Auf PlayStation ist es halt 4,5 von 5 bewertet, da ist es halt was anderes. Aber da braucht man nicht drüber reden, dass Microtransactions scheiße sind. Ja. Mhm. Aber auf der einen Seite wird halt gesagt, der Hauptentwickler Itsuno, der hat halt gesagt, ja, Spiele müssen es schaffen, dass normales Reisen geil ist, dann willst du gar nicht schnell reisen. Mhm. Und deswegen ist das natürlich jetzt auch uncool, dass es diese Microtransaction gibt. Aber es ist nicht so, dass man Geld dafür bezahlt, zu schnell reisen, sondern man kann ein bisschen früher einen Zielpunktkristall bekommen, den man dann irgendwo in der Welt hinsetzt, um dort dann hinzureisen. Ah, okay. Und wenn du diesen Kristall kann man kaufen, aber diesen Kristall kriegst du auch 10-fach im Spiel. Du kannst dir quasi einen 11. kaufen, aber du kannst gar nicht 11 platzieren, du kannst trotzdem nur 10 platzieren. Ah, okay. Das heißt, du musst entweder, du bezahlst oder du musst grinden und wenn du dann bezahlst, bezahlst du umsonst. Ja, aber du musst halt auch nicht grinden, weil du das du kriegst das halt auch. Das heißt, du musst Microtransactions bezahlen und hast da nicht mal was davon. Ich habe in den ersten 3 Stunden, hätte ich mir dreimal diesen Kristall... Das ist ein Drecksgame, ey. Alter. Unfassbar. Das ist ein Assi, Alter. Ja, und also mir schmälert mein Spielvergnügen nicht, wenn Leute sagen, das Spiel gefällt ihnen nicht. Ja. Aber mir geht halt hart auf den Sack, wenn halt so falsche Sachen verbreitet werden. Wisst ihr, in welchem Game ihr keine Microtransactions bezahlen müsst? Zombie U. Ja, das ist sein. Aber das hast du gehatet, ne? Das habe ich nicht gehatet. Ich habe gesagt, die Glockomity Unique Experience. Ja. Ich weiß, du hast irgendwann mal Chess Play gemacht und die ganze Zeit gesagt, Dragon's Dogma ist besser. Mhm. Und jetzt fällt sie auf die Füße. Ja, das habe ich zu Witcher gesagt, als ich hier Franz zerdisst habe mit seinem Witcher. Wie viel Geld muss man bei Witcher bezahlen, um fast zu traveln? Gar nichts. Aha. Du musst ja auch nichts bezahlen. Das ist ja. Aha. Du musst gar nichts. Und jetzt habe ich dich. Nochmal. Jetzt habe ich dich am Sack. Jetzt brauchst du dich gar nicht mehr raus. Aber Resident Evil 4 Remake Jetzt haben wir es aufgenommen. Microtransactions sind scheiße. Ja, das sagt doch kein Mensch was anderes. Wie kannst du denn dieses Game weiter verteidigen, wenn du so eine Scheiße da drin hast? Du siehst... Ich fass es nicht. Du siehst im Spiel nicht einmal aufploppen. Hier möchtest du nicht Geld bezahlen. Das ist alles nicht im Spiel. Ja, in Zombie U doch auch nicht. Du bist so hässlich, Alter. Du argumentierst sie in dein eigenes Grab, ey. Also, liebe Leute, falls ihr dieses Spiel habt und falls ihr auf PC spielt und es ein bisschen ruckelt, ja, dann kann man wohl im Taskmanager... sich für 92 neue FPS kaufen. Also die Memes darum sind halt witzig, weil bei dem Spiel ist es besonders, das ist mit der RE-Engine das erste Open-World-Spiel, da haben die wahrscheinlich noch nicht so Erfahrung mit und die haben das so gemacht, es gibt halt irgendwie 1000 NPCs im Spiel, die alle einen eigenen Namen haben und die sind dann auch in einer Liste kategorisiert, wenn du die getroffen hast und das wird halt alles irgendwie in Echtzeit berechnet und das erfordert sehr viel CPU oder so und deswegen leidet die Performance, weil das halt ein bisschen schlecht optimiert ist. In Rollercoaster Tycoon kannst du, glaube ich, irgendwie 9000 NPCs haben, die eigene Namen haben. Ja, aber das sind wahrscheinlich so kleine Püppels. Ach so. Und die machen nichts weiter Relevantes, wa? Die müssen auch Entscheidungen treffen, ob sie links abbiegen, rechts abbiegen, fahren sie die Achterbahn, fahren sie die nicht, ne? Und da... Richtiger Hater bist du. Ich muss zur Einordnung, in Rollercoaster Tycoon kannst du spielen ohne Microtransactions.
Ja, kannst du halt hier auch, das ist das Geile. Du hast gerade genau das Gegenteil gesagt. Du bist so hässlich, Alter. Du machst ja alles kaputt. Ja. Du befeuerst. Wir müssen strecken, wir haben drei Themen die Woche, komm schon. Nein, das stimmt nicht. Das sind drei richtig große Themen. Bayern. Also nein, ich muss da jetzt auch noch sagen. Ich muss da jetzt auch noch mal zu sagen. Also, ich verstehe, wenn man sagt, das ist in 2024 nicht mehr akzeptabel, wenn ein Spiel nicht mit 60 Frames läuft. Aber davon zu sprechen, dass es irgendwie unspielbar ist, wenn ein Spiel 30 Frames hat, was irgendwie jahrzehntelang Standard war und cool ist und so, ne? Mhm. Das geht für mich auch ein bisschen zu weit so. Ich habe überhaupt keine Beschwerden dahingehend auf meiner PlayStation-Version. Das Einzige, was ich fühle, was ich aber keinen anderen schreiben sehe, ist, dass das Movement vom Spielercharakter nicht so butterweich ist wie im ersten Teil. Es ist halt jetzt hier realistisch. Am ersten Teil konntest du springen und in der Luft noch die Richtung ändern. Mhm. Das geht ja in echt auch nicht und das geht hier jetzt auch nicht. Mhm. Aber im Originalteil geht das und dadurch bist du so geil rumgefloat. Okay. Und das geht halt hier leider nicht. Kann man sich besseres Movement kaufen? Du bist so ein hässlicher Lord. Ich frag doch nur. Nein, kann man nicht. Das ist doch eine ganz normale Frage. Du musst nichts kaufen. Man muss nicht Geld bezahlen, um fast zu traveln. Und der Itsuno kann auch nichts dafür. Es ist halt scheiße, weil dann von oben die Chefetage sagt, ja, aber wir brauchen doch Microtransactions. Da gibt es doch Leute, die bezahlen Geld für. Und es fühlt sich halt an, als hätten sie die sinnlosesten Microtransactions ever reingemacht, weil du brauchst die einfach null. Und es ist auch ein bisschen scheiße, dass dieses Spiel jetzt diesen Hate abbekommt, weil bei Resident Evil 4 Remake war das drin, bei Devil May Cry 5 war das drin. Jetzt guckt er wieder auf die Liste. Du willst damit sagen, du brauchst keine benutzerdefinierten Sounds. Was? Für 2,99. Ja, was ist das? Kannst du, wo steht denn das? Zweites von oben. Benutzerdefinierte Sounds. Ich weiß nicht, was das genau ist. Aha. Vielleicht kannst du dann bei einem Schlag jedes Mal ein einfügen oder das so. Das ist doch total witzig. Ja, das kannst du auch in einem Mod. Ich weiß nicht genau, was das ist. Dann war das nächste, was ich gerade sehe, dass man angeblich 2 Euro bezahlen muss, um seinen Charakter zu ändern. Das ist halt auch Fake News. Es ist halt Schwachsinn. Du kannst mit dieser Microtransactions das kaufen. Mhm. Du kannst das aber auch für 500 Driftkristalle im Spiel machen, jederzeit. 500 Driftkristalle kosten 99 Cent. Ja, das oder... Hey, das ist ja richtig dumm. Da kann man sich für 99 Cent die Driftkristalle holen und dann sparst du einen Euro. Ist richtig. Ja, aber trotzdem Microtransactions. Ja. Ja. Dass die Scheiße sind, das ist die Baseline, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber du kannst die komplett ignorieren, du hast ein komplett volles Spiel. Und du kannst deinen fucking Charakter jederzeit ändern. Du kriegst diese Riftkristalle innerhalb von ein paar Minuten zusammengefarmt. Boah. Also das, ganz kurz. Du kriegst die automatisch, weil andere Spieler, dein Main-Begleiter, die nehmen den. Und wenn der dann von dem Abenteuer zurückkommt, kriegst du Riftkristalle umsonst. Also jeder Mensch hätte vor 10 Minuten gemerkt, dass man gegen den Shit-Talk von mir nicht argumentieren braucht. Ja, aber warum bist du da so festgefahren? Ja, du bist gerade stellvertretend für den Shit-Talk, der im Internet passiert. Und der ist einfach ungerecht. Man kann sich gerne darüber beschweren, dass die Framerate nicht perfekt ist. Man kann auch sagen, dass das weird ist, dass man nicht einfach ein neues Spiel starten kann, sondern sein Datei löschen muss quasi. Hm? Ja, das ist auch so eine Sache. Das wird adressiert, die machen das in Kürze doch rein, aber... Ach, da ist es auch noch so ein Day-One-Patch-Game. Nee. Ein unfertiges Spiel rausgebracht. Das ist nicht unfertig. Es geht halt einfach darum, dass... Es ist halt... Das war bei der erste Teil auch schon. Das ist genau, was ich wollte, habe ich bekommen. Es ist halt clunky und es nimmt dich nicht an der Hand. Und ich finde halt, das hat schon im Vergleich sehr viele Komfortfunktionen, dass es dir viel mehr erklärt als der erste Teil und so. Ja, eigentlich finde ich es auch zu leicht. Und trotzdem sagen die Leute, das ist hier zu hart. Und es gibt keine Lock-on-Funktion, dass Leute irgendwie bei Steam reinschreiben, ja, 0 von 10, weil es gibt keine Lock-on-Funktion. Was ist das für eine dumme Scheiße? Das ist doch nicht jedes... Auch, dass Leute sagen, das ist nicht wie Dark Souls oder wie Elden Ring, das ist auch so dumm, weil keiner hat je gesagt, also, dass wir jetzt einen Elden Ring machen. Das hat das Internet gesagt, dass das Elden Ring ist. Und jetzt das sind die Leute auch total enttäuscht, gestört, dass das Ding als Elden Ring Mania angekündigt wurde. Und dass es jetzt eigentlich damit so gar nichts zu tun hat. Was ist denn Elden Ring Mania jetzt schon wieder? Castlevania? Nee. Was soll ich gerade sagen? Elden Ring Vane. Es gibt auch Metroidvania. I tried. Ja. Als Souls-like wäre das dann eher, was du sagen möchtest. Es ist überhaupt kein Souls-like. Eben halt nicht. Ja. Und da sehe ich. Und da kann das Spiel nichts dafür, dass die Leute ein Souls-like erwarten und das nicht bekommen. Das ist so dumm.
Weißt du, was ich schlimm finde? Was? Dass Tears of the Kingdom Metascore von 97% hat und Breath of the Wild 98%. Dabei ist Tears of the Kingdom besser als Breath of the Wild. It's no more of the same. Aber ohne Microtransactions. Also ich kann in meinem Breath of the Wild und meinem Tears of the Kingdom warpen, wohin ich mich will. Hm. Ne? Ohne ich Geld. Ich kann das auch ohne Geld. Hier, Edelkristall 500 Stück für 99 Cent. Ja, kriegst du hinterhergeworfen im Spiel. Ja, für 99 Cent. Nein, doch. Für umsonst. Ja, für Geld. Kommen wir doch mal zu weniger wichtigen Sachen. Aber warum in Russland los? Warum stürzt dich denn, wenn du das Game geil findest, dass Leute im Internet irgendwas schreiben? Ja, wie gesagt, mir sind Reviews egal. Wenn irgendwie Leute sagen, mir macht das Spiel keinen Spaß, ist das ja für meinen Spielspaß völlig egal. Ja, wenn Leute lügen über das Game, erzähl doch auch. Ich habe mit Matt Eier eben in der Oase noch den Vergleich gemacht, dass Pseudowissenschaft oder Geschwurbel mir auch egal sein kann, aber wenn mir das halt... Ja, aber wenn das, ich das halt sehe, ja, dass Leute ja das irgendwie verbreiten, kann das ja trotzdem dumm sein. Ja, aber ich glaube, ein Hate auf Dragon's Dogma destabilisiert nicht die Gesellschaft. Das mag sein, aber es ist ja gerade ein Thema im Internet. Ja, im Internet. Ach, komm, Bayern. Ich wollte nach Russland, aber gut, Bayern. Dann geh nach Russland, aber bleib da. Ja, was ist denn da passiert? ISIS-Attentat. Ja, da hat es explodiert in Russland. Ja. Da wollte Pew Pew oder was? Ping-Pong, nee, wer wollte dann? Picknick. Picknick wollte dann Auftritt geben. Echt? Ja. Picknick hieß das. Rockband. Okay. Und, ja, das war dann irgendwie ganz schwierig. Da kamen dann so drei erstmal bewaffnete Leute rein, wenn ich das richtig erfasst habe. Erstmal bewaffnet. Also 2 bis 5 Attentäter waren involviert. Und die haben da halt rumgeballert, ziemlich bewusst irgendwie Leute gekillt, ne? Und später flog wohl noch ein Molly und dann ist die Halle da irgendwie in Flammen aufgegangen. Also ziemlich heftiges Attentat. Jetzt heißt es, Islamischer Staat, soweit ich weiß, hat sich da bekannt, dass die das irgendwie waren. Und jetzt kann ich, ist natürlich der erste Impuls zu sagen, haha, Russland, aber wer weiß, also vielleicht hat das mit dem Krieg auch gar nicht mal so viel zu tun. Schwierige Sache, lässt natürlich die Frage offen, wie können die da einfach reinspazieren? Und irgendwas stimmt da nicht so richtig, ne? Und die haben halt nicht. Warum waren es erst 40 Verletzte, 40 Tote, 100 Verletzte, sind es irgendwie 115 Tote? Weiß ich auch nicht. Also, das sind ja Leute, die im Krankenhaus sterben wahrscheinlich. Oder halt noch schon gefunden werden. Schon, aber also das ist ja immer so. Das Verhältnis stört mich. Wieso? Jetzt sind es weniger Verletzte oder was meinst du? Nee, dass so viele im Krankenhaus erliegen. Ach so. Und dass ja, also das war eine einlatschen können und eine Nawalny-Veranstaltung. Nee, oder? Ich sage immer, dass russische Krankenhäuser scheiße sind. Ach so, ja gut. Ja. Und, jetzt ist natürlich, wie denkt man darüber? Ne? Es hat wahrscheinlich wenig mit Ukraine zu tun. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sind diese IS-Leute so angefressen? Finden die das irgendwie auch nicht gut, dass der russische Staat so eine Vollkatastrophe ist? Hey, der ist keine Vollkatastrophe. Putin hat gerade erst irgendwie 87% bekommen, die sind alle zufrieden. In wenig Demokratien stehen steht das Volk so geschlossen hinter ihren Repräsentanten, ja? Ja. Doch, stimmt. War das auch letzte Woche? Nee, ne? Doch, ich glaube schon. Also ich war ja völlig, so völlig überrascht, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass Putin so viel Rückenunterstützung hat, so viel Rückhalt. Da denke ich, also können wir eigentlich nur sagen, wow, Hut ne? ab. Wir mit unserer 40% Ampel. Ja, was hat Scholz gerade so für Zuspruch? Ach, hör auf. Stimmt nicht so viel. Nie so viel. Der hatte mehr, als der eine Augenklappe hatte, ne? Muss er mal wieder rein. Das war ja auch witzig. Aber, Das ist halt nicht vergleichbar, ne? Also ich finde, dass der kann man sich eigentlich eine Scheibe abschneiden vom Herrn Wladimir. Ja, da hatte Russland jetzt ihren ganz eigenen Bataclan. Gibt es da jetzt irgendwelche Folgen von? Oder? Nö, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Also die sagen, die haben jetzt irgendwie die gefangen. Die haben jetzt 11 Verdächtige oder so gefangen. Und ja, wenn mit rechtsstaatlichen Mitteln einem Richter vorführen. Ja. Due process, sagt man. Genau, und dann werden die sicherlich, werden die mit denen reden, ne? Warum machen die sowas, ne? Ja, mal in den Dialog treten. Sicherlich, genau. Ja, ja, und im Gefängnis sind jetzt Plätze frei geworden, also werden die wahrscheinlich da reingehen müssen. Ne? Ich habe noch gelesen, dass im Vorfeld die US-Geheimdienste gewarnt haben, dass ein Terrorattentat... Das war eine Provokation des Westens gegen Russland. Das habe ich wiederum gelesen, ja. Okay. Dass der Westen ja wieder nur Unruhe stiften will in Russland und stimmt da also gar nicht. Ja, und yet here we are. Ja, aber das kann ja immer passieren. Können wir da jetzt irgendwie noch was Witziges draus machen? Wie hieß die Band? Gibt das jetzt noch eine Punchline her oder so, damit das hier nicht so ein Downer-Thema Picknick? Ist? Oder?
Wie kann man da noch was Lustiges draus machen, aus einem Anschlag, wo 100 Leute gestorben sind? Dankeschön. Ja. Bayern. Was ist denn da los gewesen? Also das finde ich ja jetzt gar nicht okay. Ich würde hier ganz kurz mal in Tinos Rolle schlüpfen. Ja. Also, oh mein Gott, wir haben eine Sprachpolizei. Wir haben eine Sprachpolizei und dabei sagt die andere Seite immer, wir hätten eine Sprachpolizei. In Wirklichkeit haben die eine Sprachpolizei. Ja, denn Bayern verbietet offiziell das Gendern mit Sonderzeichen in diesem Fall. Also Kollegen genau. Und Kolleginnen. Du bist nach Russland geschickt, wenn du sowas machst. Wird nicht verboten. Aber ich fand den Ansatz ja gut, einfach zu sagen, statt das zu verbieten, einfach die Pflicht verbieten. Weißt du? Also wenn eine Uni sagt, du musst das machen, dann gehe ich mit, dass Leute das nicht cool finden. Aber wenn Leute das jederzeit auf freiwilliger Basis machen, dann sehe ich da kein Problem. So, und das ist doch die einfachste Lösung. Aber nein, soweit ich weiß, wird es in öffentlichen Einrichtungen ist es nicht mehr gültig in irgendeiner Art und also Weise. Also kein Stern, kein Schrägstrich, kein Doppelpunkt und, was ich am witzigsten finde, kein, wie heißt das Ding, Klamüsel, du kennst dich doch aus mit Sprache, wenn das große I mitten im Wort steht, was eigentlich kein Sonderzeichen ist. Nee, nicht bin, das hatte so ein Verluskel oder so heißt das. Das hat so ein ganz. Dieser Verluskel. So ein ganz komisches Wort ist das. Und das ist witzig, weil eigentlich ist das ja kein Sonderzeichen in dem Sinne. Und dann war ja jetzt die Lösung, statt diesem großen I dann ein kleines L zu machen, weil dann ist es ja kein Sonderzeichen mehr. Ja, aber es geht ja darum, ob die Rechtschreibung korrekt ist. Wenn eine Behörde was rausgibt, muss die Rechtschreibung korrekt sein. Und sie ist halt nicht korrekt, wenn du halt dann irgendeine Scheiße da reinschreibst. Das ist ja nur ein kleines L. Ja, aber steht dann Bürger, Kolleginnen. Ist ja die Rechtschreibung ebenfalls nicht ganz korrekt. Ja, aber das sieht man ja nicht. Und jetzt kommt mein heißer Scheiß-Take. Ist mir fucking egal. Juckt mich nicht. Mutig. Ja, also ich weiß, ach ja, ich weiß warum. Weil ich ein privilegierter weißer Cis-Mann bin, ist mir das egal. Ja. Aber das ist ja cool. Das hast du sehr gut erfasst. Weil du in der Sprache immer erfasst wirst. Richtig. Ja. Richtig. Naja, also Ich freu mich da auch jedes Mal, wenn jemand die männliche Form nimmt, denke ich mir so, boah, ey, das liegt an meinem, also ich bin ja also wirklich so ein geiler Typ, ne? Ey, wenn ich eine Frau wäre, würde ich das voll abfacken. Das sagst du aus deiner privilegierten Position. Ja, halt raus. Und ich freue mich auch immer, dass ich so privilegiert bin. Wie dem auch sei. Bürger, das dann, da weiß ich, oh, ich bin gemeint und sie zum Beispiel nicht, oh, denke ich mir dann. Mich tangiert das halt auch überhaupt gar nicht. Dennoch nicht mal peripher. Nicht mal peripher, du SchülerVZ-Gruppe. Aber trotzdem kann ich acknowledgen, dass es die viel bessere Variante wäre, einfach die Pflicht zu verbieten, wenn dann, und nicht das an sich zu verbieten. Ja. Weil, also, ich kann ja auch, wenn ich, natürlich geht es um offizielles und staatliche Einrichtungen, bla, aber wenn ich will, kann ich auch einfach irgendwelche Hieroglyphen schreiben in meinem Brief, so, weißt du? Mhm. Und das ist ja fein. Da aber sobald mir jemand sagt, ich muss jetzt Hieroglyphen schreiben, würdest du es nicht mehr cool finden. So. Ja, aber wenn ich jetzt, weiß nicht, irgendwie ein wissenschaftliches Dokument abgebe, Bachelorarbeit, Masterarbeit, ja. Dann kann ich ja auch sicherlich, also wäre ich okay damit, wenn mir verboten werden würde, dass ich Hieroglyphen nehme, beziehungsweise wenn die Leute sagen, wir bewerten das nicht, wenn da Hieroglyphen drin sind. Ja, gut, dann kommt jetzt mein Vergleich ins Humpeln. Weil ob man jetzt Kolleginnen, Kollegen oder KollegInnen oder was auch immer schreibt, das ist. Also, ist jetzt nicht so der Riesenunterschied, als wenn die ganze wissenschaftliche Arbeit in Hieroglyphen wäre. Dann hast du wahrscheinlich mit Transmenschen noch nicht gesprochen, weil da ist Schmerzen wegen dir. Ich habe ja eigentlich gerade dafür argumentiert, dass wenn du jetzt in der Uni das abgibst und halt genderst, dass Leute dir dafür Punkte abziehen, das ist dann ich halt so eine halbe Stunde so weitermachen und du würdest immer weiter gegen mich reden. Ich versuche ja hier auch die nur in Schutz zu nehmen jetzt mal. Nimm das noch auf. Ich habe jetzt hier richtig Panik. Jedes Mal, wenn ich geh ruhig mal vor. Dieses Ding hier anecke. Ja, wenn ich jetzt vorgehe, schreist du wieder hier ins Mikrofon Microtransactions. Du solltest mich auf dumme Ideen bringen. Weißt du? Microtransactions. So. Microtransactions bei Dragon's Dogma sind da drin. So, weißt du, wie machen wir das denn einfach? Wir können das Bruttoinlandsprodukt für Bayern oder so, wie sagt man beim Bundesland wahrscheinlich auch so, ne? Das können wir einfach steigern, wenn man sagt, für 2,90 € darfst du gendern. Witzig. Gute Idee. Aber dann würden wahrscheinlich die ganzen Leute sagen, linke Bewegung, wir müssen uns Gerechtigkeit mit 2,90 € erkaufen, dann doch lieber ein Teleportkristall. Ja. Ja.
Ja, ja. In Bayern war auch viel Gegenwind gegen das neue Cannabis-Gesetz, Ja, was ich das darf. neue Ja. Cannabis-Gesetz, Ja. da war ja richtig viel Gegenwind. Ja. Also wir wollen jetzt rauchen, smoken, Ja. Weed, ne? Und ab 1.4. Den geht's Plant jetzt reinspliffen, den Plant rein, den schön den Joint. Eimer wegbongolieren, schön das Kickloch zuhalten, langsam kommen lassen und dann. Genau. Ja, Ne? das ist so Also, geil, ey. dann aber kurz Liebe halten. das. Und Ja. dann ist das meine Persönlichkeit. Ja, aber das Geilste ist, wenn du auf Party so 18 Uhr, auf Freitag, Ja. richtig geil rein und dann pennst du bis Sonntag durch. Es ist so Das geil. liebe ich. Ja, aber das ist ja nur, wenn du Ah. Sativa rauchst, weißt du, da gibt es ja auch verschiedenes Gras. Da gibt es alle möglichen Sorten und Teile davon sind jetzt langsam irgendwann legal. Erster Vierter. Erster Es geht jetzt Vierter. Schlag auf Aber Schlag. de facto ja Ja. jetzt schon, weil welcher Staatsanwalt wird jetzt ein Verfahren einleiten? Ja. Ah, habe ich mal auf so einem Beitrag mal abgequatscht, ne? Fand ich nämlich Hat der schlau. Söllmecke gesagt wieder. Echt? Okay. Keine Ahnung. Also wir könnten jetzt schon Blunts spliffen. Ja. Ja, heute Abend ist ja Blunt-Spliff-Party. Heute ist so, Alter, da gehe ich weg früher und zock lieber. So sieht's aus. Wenn da die Pflanze gesplifft wäre. Mir ist das auch herzlich egal. Ist natürlich für die Freiheit an sich ein Gewinn. So. Ich verstehe auch, wenn dann irgendwelche Landsendungen gemacht werden und gesagt wird, naja, aber was ist denn mit Alkohol und Ach so. ja, aber. Aber also mein größtes Problem mit dieser ganzen Sache ist, dass es wahrscheinlich, also es hat das Potenzial, Nämlich in mehr Acht. Leute zu schaffen, die wirklich ihre Persönlichkeit darum aufbauen. Und das geht mir persönlich ein bisschen auf den Sack. Also dir wäre es lieber, dass die eingeknastet werden. Nee, gar nicht. Die können Aha. gerne machen, was sie wollen. Es geht mir nur auf den Sack, wenn ne, Leute halt so, yo, 420 all day, das ist meine Persönlichkeit. Das ist halt einfach ein bisschen, das ist irgendwie traurig, irgendwie anstrengend und das will ich nicht Aber ist ja sehen, nicht so, aber weil das ist natürlich deren gutes Recht. wenn das alle machen, dann entscheiden sich vielleicht die Leute nicht mehr für diese Das Persönlichkeit, kann gut sein, das wäre natürlich sondern schön. steigen um auf Crack, Heroin oder Crystal Meth. Ja. Ja. Was geht denn an der Front eigentlich? An Welcher? der Met-Front, du bist doch da ganz vorne dabei. Was? Na, dieser, der andere Drachensdogma. Geht bei dem was? Ach so, bei dem Drachensdogma. Ach, ich weiß es echt nicht mehr. Ich scoute die Front nur noch Peripher. peripher ab. Ich habe kürzlich mal wieder beim Heiligen Ofenkäse reingeschaut. Da hat er wieder irgendwelche Zuschauer ohne Grund beleidigt. Was kennt man kennt's? Also es wiederholt sich alles. Ja. Finde ich gerade nicht so spannend. Also es Sehr ist gerade gut. quasi so ein bisschen Sommerpause, Ja. Sommerloch, irgendwie sowas. Der hat doch, glaube ich, nur noch auf TikTok macht er, glaube ich, nur noch. Aber selbst das kann nicht sichern, ne? Es gab ja den Kanal, den kann ich wirklich empfehlen, der Einzige, der hat die Story des Drachenlords von hinten bis vorne in so 20 Minuten Podcast erzählt, aber einigermaßen neutral. Also er macht schon seine Witzchen hier und da, aber stellt es einigermaßen neutral dar und da kann man sich all die Knowledge holen. Also wenn man irgendwie im Krankenhaus liegt Kein Bedarf, aber ja. oder gerade all sein Erspartes in Dragon Dogma investiert, kann man nebenbei Podcast hören und der Einzige zum Beispiel hören. Sehr zu empfehlen, finde ich. Ja, Jesse, du plantest dir jetzt einen Spliff rein, oder? Absolut. Also die Pläne sind schon so gemacht. Ja? Das Weed ist so gekauft. Ja? Oh. Ja, das wird gut. Ja, Ja. Pflanzen sind schon angebaut. Absolut. Geil. Stehen alle schon auf dem Balkon. Nee, ich freue mich ja für die ganzen Snoop Dogs unter euch, aber es ist mir egal und bitte baut eure Persönlichkeit nicht drauf auf und dann ist alles cool, glaube ich. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt passieren wird. Also wird es den Schwarzmarkt austrocknen? Werde ich jetzt am Eberplatz mehr oder weniger gibt's? Wer weiß, ne? Naja, am Görli wird ja jetzt dann wahrscheinlich einfach weißer Schnee oder so mehr feil geboten, ne? Ja, ist halt die Frage, ne? Also dieses Argument habe ich auch schon gehört, dass, also klar, dieses Einstiegsdroge-Argument, da sagen die einen ist Quatsch, die anderen sagen ist so, ne? Und ist natürlich die Frage, wenn jetzt damit Geld verdient wird, haben wir jetzt wirklich was gewonnen? Ja. Könnten wir vielleicht den Schwarzmarkt dadurch austrocknen, dass wir wirklich aufklären oder besser, oder einfach dafür sorgen, dass der Konsumwunsch weniger hoch ist? Weil ich Ja, das finde, zu kann ja. sagen, ist es verboten, aber die Leute halten sich nicht dran, also erlauben wir es? Nicht hundertprozentig sicher, ob das der beste Ansatz ist, aber das ist, die Diskussion hätte man schon vor Jahren führen müssen. Jetzt zu spät. Also ich habe damit halt vielleicht auch ein anderes Problem als mit Alkohol. Bei Alkohol hast du natürlich das Ding mit Leute fahren sich tot und andere mit, das ist scheiße. Aber beim Rauchen ist es halt so, ich habe ja auch Lungenprobleme und konnte zeitweise mal kurz wieder riechen und so. Und wenn ich dieses Zeitfenster dann irgendwie Rauch oder halt Cannabis oder was auch immer riechen musste, war das für mich nicht geil, weil ich dann genau wusste, okay, jetzt habe ich mal irgendwie so ein Zeitfenster und das wird jetzt gewastet mit so einem Shit, bei dem ich weiß, dass es schlecht ist, dass es bei meiner Lunge nochmal extra schlecht ist, Ja. weil ich eh schon habe. Und das ist halt einfach Kacke, dieses Passivrauchen.
Das ist super wack so. Und auch wenn zum Beispiel am Bauhaus, wenn ich da am Skaten bin, die ganzen Skater super cool, da sind alles meine Homies. Aber wenn die halt rauchen, dann setze ich mich halt weg, so, weil ja. Muss ich nicht haben. So. Hinzu kommt, dass meines Erachtens der Rauch vom Cannabis penetranter ist als Tabak. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Manche mögen den Geruch irgendwie auch, aber ich. Also jetzt hoffe, kann ich gerade eh nicht riechen, aber für mich riecht Cannabis zumindest weniger giftig, sag ich mal. Okay. Das ist für mich schon ein Unterschied, aber trotzdem will ich beides nicht inhalieren. So. Genau. Also wenn man weiter, trotz der Legalisierung, weiter aufs Nichtraucherschutzgesetz guckt, jetzt ist es natürlich in der Öffentlichkeit auch ein Stück weit erlaubt, natürlich nicht in der Nähe von diversen Einrichtungen, wo das nichts zu suchen hat. Frage ist, wer setzt es um? Es wird wahrscheinlich nicht umgesetzt. Also wer ruft die Bullen, wenn die jetzt von der Schule rauchen? Ja. Naja, bei einer Schule wird, glaube ich, schon nochmal mehr drauf geguckt, oder? Aber sonst. Aber das ist ein gutes Stichwort, denn gerade in Australien wird jetzt das Vapen verboten, weil das an den Schulen so ein Riesenproblem ist. Die Minderjährigen vapen sich alle ein, rein 30% aller Minderjährigen vapen regelmäßig. Mhm. Und die Lehrer sagen es wirklich so, dass sie kaum die Stunden durchhalten, weil die so süchtig sind. Spitze, prima. Und, aber dieses Verbot sorgt natürlich dann auch wieder dafür, dass dann irgendwelche chinesischen Ranzprodukte oder sowas auf den Markt kommen oder halt mehr genutzt werden. Das ist natürlich auch nicht dann so geil, aber was willst du machen, ne? Ja, in den Markt eingreifen, aber wo kommt man da hin, ne? Ja. 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 In der Schule, ja, oh, geil. Ja, das ist total cool. Wie steht man eigentlich zu diesem Vapen so? Das ist für mich ja noch mal irgendwie fast ein bisschen mehr, also dieses. Aber vielleicht gebe ich gerne zu, also, vielleicht habe ich da einen Bias, aber es wirkt halt so wie, dass man sich da auch so ein bisschen, weißt du, das ist so ein Profilierding oder nicht Profilier, sondern halt so das, was sich schon cool fühlt oder so, wenn man sein Gelöt da rausholt, oder? Sicherlich ist es auch dahingehend ein Lifestyle-Produkt, aber es gibt ja auch diese 1-Euro-Plastik-Dinger, die du in den Kiosk kriegst. Ja, das ist ja das Allerschlimmste. Das habe ich vor kurzem erst erfahren, Alter, dass es das überhaupt gibt. Ich dachte, du holst dir einen so einen Kolben und lädst den immer wieder nach. Und Wegwerfplastik, nice, oder? Das liegt ja natürlich auch überall rum. Das ist völlig absurd. Das ist ja irgendwie, da ist ja, weiß ich nicht, ich meine, klar, ein Tabak, hier ein Zigarettenfilter ist natürlich auch für Grundwasser richtig scheiße und so, aber dass die fetten Plastikdinger überall rumliegen haben, wo wahrscheinlich auch diese ganzen Verdampfer natürlich noch drin sind und so, eigentlich auch ein Akku. Holy fuck. Warum passiert nichts, ne? Ja. Das wird einfach gemacht, aber da muss man unterscheiden, es gibt ja die mit Nikotin und die mit so einfach Geschmacksgelumpe. Ist natürlich beides nicht super geil für die Lunge, aber das will ich ja mal differenzieren ein Stück weit. Manchmal, wenn das jemand hat und sagt, hier willst du mal, probiere ich auch mal so ein, zwei Züge oder so, ist eigentlich ganz, ja, ist halt ein Geschmacksthema. Ja, aber dann kannst du ja auch was essen oder so. Ja, aber ich kann nicht auch Wenn A existiert, dann kann ich nicht immer sagen, dann mache ich immer B, weißt du? Also klar esse ich auch mal eine Mandarine, obwohl Äpfel existieren. Wo ich gerade Mandarine esse. Nee, es geht ja eher darum, eine Mandarine essen, statt Mandarinengeruch zu vapen oder so, was weiß ich. Ja, aber es ist eine andere Wahrnehmung, also es ist schon auf jeden Fall, was jetzt keine Empfehlung ist. Ja, wir hören uns schon an wie die letzten Spießer hier. Vaped euch alle fett ein rein. Super, ja, cool. Aber nehmt bitte die wiederverwendbaren, ne, die man einfach so refillen kann, das ist schon nice. Das wäre schon ein Ding, ja. Ansonsten, wenn ihr zu viel Vape, zu viel Smoke und zu viel Cannabis macht, dann endet ihr wie Kate und kriegt Krebs. Ja, ja, aber was ist die Empfehlung? Ne? Was würde ich dir damit empfehlen? Macht jetzt meine Überleitung kaputt. Der jetzt gerade quasi in der Schule in Australien sitzt und vaped und Bock hat, was zu machen. Ne? Manche, die aufhören mit Rauchen etc., die fangen dann an, Snickers, Müsli-Riegel oder Mars zu essen. Nikotinpflaster. Oder Nikotinpflaster und werden dann dick, was die nächste Krankheitsrisiko mit sich bringt. Das ist jetzt nur Fettshaming, aber Adipositas existiert. Ja. Oh, denke ich weiß, aber. Naja, da trennst du bei mir offene Türen ein. Was hast du für eine Sucht? Am ehesten auch Zucker, aber ich bin nicht dick. Easy. Einfach, ich habe 24 Knoppersriegel im Kühlschrank, die einfach, schon. Okay, Trick 17, esst eure Snacks, aber werdet einfach nicht dick. Ich habe einen guten, wie sagt man? Stoffwechsel. Eine gute Menopause habe ich. Ja, deine Menopause ist der Wahnsinn. Wer auch Metabolismus. Wer auch Krebs hat, ist. Ja, das ist die freudige Botschaft der Woche. Krebs ist ansteckend. Und das zieht sich jetzt einmal quer durch die Royalitäten. Mhm. Einmal durchs Königshaus durch. Ich weiß gar nicht genau, wer Kate ist. Ist das die Frau von William, die ausgewandert sind? Du bist der. Nee, Meta ist der. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das ist, Alter. Scheint nicht so wichtig zu sein. Wollen wir zur nächsten News? Ey, hallo? Hallo, erst hat Charles Krebs und jetzt Kate auch. Ja.
Also, What the fuck? Man muss halt dazu sagen, Kate ist, glaube ich, noch nicht mal 40 oder so. Das ist halt schon schade, sagen wir mal. Ja, voll traurig, Mann. Die Kate, nicht, dass die uns jetzt noch verlässt. Das Gute daran ist halt, dass die Gala und ähnliche Spartenmagazine jetzt die nächsten Wochen was zu berichten haben. Das ist total gut. Ich habe ein Bild gesehen, du findest das ja nicht so witzig, aber ich habe ein Bild gesehen, so ein Screenshot von einem Newsartikel. Und der Newsartikel war einfach nur, auf diesem Bild wusste sie bereits, dass sie Krebs hat. Das ist doch einfach, das ist ein Newsartikel, das ist einfach großartig. Ja. Und da habe ich überlegt, wenn man jetzt eine Kartei erstellt, so eine Website, die das ordnet, Bilder von Kate, wo wusste sie, dass sie Krebs hat und wo die nicht. Am Anfang guckt sie so ganz gelangweilt und plötzlich fängt sie an, so übelst erstaunt zu gucken. Dann ist so eine Fotos, so ein Fingerbuch, so ein Fingerkino. Ja. So. Die Krebs-Relevation. Ja, doch. Ja, ich habe es nur dadurch gemerkt, dass ich jetzt, ich habe mit Stressi kürzlich, wir waren ja auch in Bayern, die Trash-Zeitung, also diese eine Boulevardzeitung durchgebettet und ich habe kein Schumi gefunden. Meistens wird darüber berichtet, dass man immer noch nichts Neues von ihm weiß. Mhm. Und deshalb wird er immer auf Titelblatt abgedruckt. Aber nein, nur Royal, Angela Merkel, Royal. Was, ja. Also das scheint irgendwie gerade total wichtig zu sein. Ist so. Aber Angela Merkel und ihr Mann ist, glaube ich, auch irgendwas, habe ich auf diesen ganzen Frontpages gesehen. Ja, der heißt auch anders, oder? Das ist immer so ganz komisch. Heißt er nicht Merkel oder so? Mhm. Das ist doch das... Andreas nicht Merkel. Joshua Weißleder. Ah, ja, genau. Weißt du, wer das ist? Joshua Weißleder ist unnötig. Ja. Nee, aber heißt er nicht so ähnlich? Ich google das jetzt, Alter. Nee, er ist Sami Slimani. Wie heißt der Mann von Merkel? Sami Slimani. Doktor irgendwas. Joachim Sauer, siehst du? Was habe ich gesagt? Joachim Weißleger. Joachim Sauer. Ulrich Merkel. Ach, die hatte mal einen anderen, oder war er jetzt Ulrich schon wieder? Alter, die ist so eine Männerverschleißanlage, ey. Katastrophe. Mann. Die hält echt, ey. Wirklich. Ein richtig fette Lakehound. Und bei der rennst Lakehound. Du Tür und Tor ein, wenn du mit der nächtigst. Ist so. Kriegst du bestimmt auch ein bisschen hier. Kannst du reinlegen. Ja. Kriegst bestimmt Putins Nummer, wenn du mit der schläfst. Ja. Putins Handynummer. Nee, da musst du mit dem Altkanzler Schröder. Lass mal. Musst du kopulieren. Ich habe mir sagen lassen, dass es einen Ostermarsch gibt gegen Waffenlieferung. Gehst du da hin? Alter, Oster im Arsch, musste ich gerade kurz verarbeiten. Ein Ostermarsch. Wo gibt's den? Na, hier irgendwo. In Weimar, oder was? Hat mir eine Person gepitcht, die auch gesagt hat, du sollst einen Prank gegen faschistoides Gebäude machen. Faschistoide Gebäude pranken finde ich gut. Ja, es gab mal einen Menschen, ich werde jetzt aus Anonymitätsgründen sagen, ja, weiß man nicht genau. Ja. Und die hab ich halt gestern wieder getroffen. Und das Erste, was war, sie hat auch so ein neuartiges Gebäude gezeigt in der Stadt neben dem Assi-Spielplatz und meinte, wir sollen mal einen Prank dagegen machen, ihr gefällt das nicht. Und das hätte so eine faschistoide Optik. Und nächster Prank, pranken wir das Gebäude weg. Ja. Weil geht ja nicht. Aber vielleicht ist das so ein Ding, Alter. Alles wegpranken einfach, was schlecht ist. Putin wegpranken. Ja. War meine nächste, ja. Wie sie sagt. So dieses... Ihm Furzkissen auf den Stuhl legen, ja. Und dann ist dem so peinlich, lass, der verzieht lass mal, sich dann. Lass mal in den Schützengräben der Ukraine, oder beziehungsweise, ja doch, der Ukraine, lass da Furzkissen verteilen, ja. Dass sich die Russen so schämen, dass wir sie aus dem Land rauspranken. Und ja, das beinhaltet auch die Krim. Ja, da auf der Krim verteilen wir diese lustigen, wo man hier so an der Hand so ein Stromding hat und wenn man dann so handschüttelt macht, dann kriegt der andere einen Stromschlag. Ja. Und dann pranken wir noch die Kerzbrücke und dann wird alles sauber sein. Ja. Easy. Wollen wir die Gamescom pranken, indem wir da einfach kostenlos uns drauf bewegen und dann sabotieren, dass das die... Das ist ja letztlich ja schon nicht gut gegangen. Ja. Wir haben ja diesen einen Eintrittsjoker. Ja. Und diesen Eintrittsjoker kann man nur einmal pro Tür verwenden. Das haben wir auch erst herausgefunden jetzt. Und wenn man mit diesem Eintrittsjoker mit einer Person an die eine Tür geht und dann mit einer anderen Person an die andere Tür, dann kommt das ja eigentlich meistens gar nicht raus. Aber letztes Jahr kam es halt raus. Ja. Und da hat dieser Eintrittsjoker, glaube ich, sogar Verbot bekommen. Ja, also nicht generell, aber halt für dieses Jahr. Ja. Ja, Gamescom-Verbot. Aber was ist denn passiert? Gamescom ist teurer geworden. Ja, schon wieder. Einige Prozente. Wir sind jetzt bei 30 für Freitag und Donnerstag. Und 40 für Samstag, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist halt echt hart, weil das sind, ich habe es mal durchgerechnet, 70 Euro für 2 Tage.
Gut gerechnet. Ja, 30 plus 40 ist 70. Das ist halt... Kannst du mir das mal auf deine Excel-Tabelle zeigen? Mach ich. Danke. Das ist fern von allem. Das ist ganz praktisch bei einer Excel-Tabelle, wenn du da die 30 und die 40 untereinander schreibst und das dann beides markierst, dann wird das unten drunter ausgerechnet. Richtig gutes Programm. Ist gut gemacht, ne? Kauft euch Microsoft Excel. 70 Euro ist fernab von allem, was ich jemals für eine Gamescom bezahlt habe. Also deshalb mehr. Selbst letztes Jahr war ja schon teurer geworden. Ja. Und dann waren es was? 45, glaube ich? Ja, aber dieses Jahr ist ja noch teurer. Ja. Deshalb ist ja alles, was du jemals gezahlt hast, weniger als das, was du dieses Jahr zahlst. Das ist richtig schlecht gemacht. Ja? Warum machen die das? Weil die so dumm sind. Es ist doch gar keine Energiekrise jetzt oder Corona oder... Man könnte von Gewinnmaximierung sprechen, aber... Greedflation. Ja. Die haben dieses Jahr LAN-Event gemacht, bestimmt lag es deswegen, dass sie die ganzen Computer bezahlen müssen. Mir LAN-Kabel kaufen. Creedflation ist aber in dem Fall das falsche Wort. Das wäre ja, Creedflation wäre dasselbe bezahlen, aber die Gamescom wird halb so groß. Okay. Ja, das ist ja das Ding. Dass die Portionen kleiner werden für diesen gleichen Preis. Das habe ich noch nie gehört, aber ich glaube dir das mal. Das ist so. Okay, ist so. Ja. Ja, was machst du? Gehst du Samstag hin oder gehst du Samstag nicht hin? Ja, wir haben ja noch das zusätzliche kleine Ding, dass wir am Sonntag in Berlin sein wollen. Eben drum. Also hätten wir ein bisschen zusätzliche Zeit, wenn wir einfach schon ein bisschen eher nach Berlin fahren können. Aber Samstag ist halt auch wieder Rocket Beans und so, ne? Ja, aber hat sich das auserzählt, der Gag, oder nicht? Naja, aber dann, also wenn er sich auserzählt hätte, müsste man trotzdem noch einen Abschluss irgendwie finden, finde ich. Ja. Und nicht einfach es verlaufen lassen, ist ja auch Quatsch dann. Ja. Und letztes Jahr war schon richtig gut, fand ich. Da, lass mich erinnern. Mit dem riesen Banner. Ja, stimmt, was er dann vorgelesen hat. Ja. Ja, stimmt. Das war schon. Ja, aber gucken wir mal. Finde ich auf jeden Fall nicht gut. Ganz, ganz toll Gamescom. Sie wird sich halt wieder füllen, das ist halt das Problem, ne? Na, das ist ja das Ding. Wenn die jetzt halbe Hallen hätten nur noch plötzlich, dann würden die aber ganz schnell ins Rudern kommen. Dann würden sie sagen, ja, es rechnet sich nicht mehr, gibt keinen Gamescom mehr. Ja, habt ihr euch zu verdanken. Die, Dankeschön. Die toll. Nutzer haben die Gamescom kaputt gemacht, weil ihr nicht mehr kommt. Teuren Tickets. Wollen wir noch über erfreuliche Sachen reden? Ja, oder? Bitte. In Gambia, das ist ein relativ kleines afrikanisches Land mit ein paar Millionen Einwohnern, das wird jetzt das allererste, was eine, die Beschneidung bei Frauen, die verboten wird, wieder rückgängig macht, also wieder erlaubt. Das ist erfreulich. Ja. Und dann feiern wir alle ein Riesenfest. Wir gehen in die richtige Richtung, oder? Warum geht denn jetzt alles wieder in die andere Richtung? Ja, weil dumm. Hä, und wer hat das festgelegt? Na, die Regierung. Weil? Das ist tatsächlich auch eine halbwegs funktionierende Demokratie. Und es ist halt einfach so, das ist für die Tradition und Glauben ist wichtig. Und das ist halt Hygiene oder whatever, was sie halt meinen. Ich habe im Zuge dessen gelesen, dass es vier verschiedene Arten der Verstümmelung, sage ich jetzt mal ganz gerechtfertigt, der weiblichen Genitalien gibt. Und in Kategorie 4 zählt auch ein Piercing. Das heißt, theoretisch, wenn man sich die Vagina pierst, dann ist man offiziell, also laut, ich weiß nicht, wer sagt das, United Nations oder so, wer diese Richtlinien da festlegt, ist das dann eine Verstümmelung. Hast du auch 1 bis 3 parat? 1 ist nur Klitoris entfernen, 2 ist Klitoris und Schamlippen entfernen. Und 3 ist irgendwas dazwischen. So teilweise halt. Holy fuck, Alter. Ja, geil, okay. Oder? Ah, nee, warte, 3, das war falsch. Bei 4 ist halt quasi alles dabei. 3 ist das teilweise zunehmen. Crazy. Mhm. Boah, da mach ich gute Laune, oder? Ich krieg einfach so einen Hass auf diesen Gott, wenn ich das höre, ey. Oh, das ist wegen unserem Glauben. Oh, Alter, ihr seid alle so hirnverbrannt, ihr seid so hängen geblieben, ist nicht normal, wirklich nicht. Ja. Gott schafft einfach einen perfekten Körper, ja, lass mal alles wegschneiden. Das ist also. Ja. Ich möchte nicht mehr. Das ist so eine Vollkatastrophe. Was machen wir da jetzt? Weiß ich nicht. Juck drauf. Juckt ja nichts. Hier dagegen pranken. Wir gehen da hin, Alter. Wir machen einen Anti-Beschneidungs-Prank. Und wir geben ihnen einfach diese Plastik-Brotmesser aus dem Kindergarten und dann können die damit nichts mehr machen. Und dann kleben wir uns riesige Plastikschamlippen alle an und wackeln vor denen rum und dann so, nein! Dann haben die Angst davor. Das ist unhygienisch. Was soll unser komischer Gott denken? Ja. Ja, also Hygiene ist natürlich auch nur so ein Vorwand. Ne? Es geht schon auch darum, die Frau zu unterdrücken machen. Und die soll keinen Spaß empfinden und so. Das ist da auf jeden Fall auch alles mit drin. Das ist einfach dumm. Mhm. Das ist alles sehr, sehr dumm. Boah, ey.
Ja, ja gut, dann machen wir wirklich was Erfreuliches. Gute Laune! Ja, das macht's nicht besser, Robin. Ja, was haben wir hier noch? Australien? Ja, sind wir durch, ne? Es ist doch die Woche nichts passiert. Konzerthalle hatten wir, haben wir jetzt auch gekonnt weggewischt, weil es zu unangenehm war. Konzerthalle? Naja, Russland halt. Haben wir doch gemacht? Naja. Naja, naja aber sind dann ganz schnell zu Putin 2 Ergebnissen gegangen. Also. Ja, ich kann noch so ein ist jetzt auch nicht erfreulich, aber es ist halt so ein typisches, ach, Amerika wieder. Da ist eine Frau von einem Zug angefahren worden, hat dabei ihr Bein verloren und ein Typ wurde gefunden, der hat dieses Bein geklaut und hat es angefangen zu essen auf offener Straße. Mhm. Ja. Es gibt da einfach schöne Dinge auf der Welt. Was hat ihn dazu bewegt? Wahrscheinlich zu viel gewaped oder so. Oder andere Drogen genommen. Das wäre einfach nicht meine erste Idee. Naja, also jetzt mal angenommen, du hast einmal die Gelegenheit, es offenbart sich ein Bein. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Aber andersrum. Würdest du nicht auch erstmal einen Beinprank machen? Oh Leute, guckt mal, ich habe mein Bein andersrum. Oder drei Beine hier so. Zum einzigen Mal in deinem Leben findest du ein abgetrenntes Bein auf einem Zuggleis. Ja. Würdest du wirklich denken, boah, wann esse ich eigentlich mal Menschenfleisch? Nee, oder würdest ich jetzt du eher nicht. Denken. Fuck, 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 ja, fuck, auf jeden fuck, Fall. Ja. Fuck. Und würdest die Bullen rufen. Ja. Die Bullen kamen ja dann auch, als er dann mit dem Bein so umgelaufen ist. Und nächste Frage, also viele Fragen. Wieso wurde sie eigentlich vom Zug angefahren, aber egal. Und hätte man das eigentlich wieder angenäht bekommen? Also das geht ja in vielen Fällen, ne? Beim aber Zug nicht, weiß ich angegessen nicht, weil das ist. Ja, nee, dann ist vorbei. Aber ich glaube, beim Zug, das ist ja kein sauberer Schnitt, ne? Das ist ja dann schon irgendwie so. Ja, das ist ja dann so 20 cm Matsch einfach nur. Aber ich glaube schon, dass die moderne Medizin da eine Idee hat. Aber wäre schon witzig, wenn sie es jetzt trotzdem noch schaffen, weil die haben ja den Typen dann gestellt mit dem Bein. Er wird so umzingelt von 4 Polizeiautos, hat so ein Bein in der Hand. Gibt es ein Video zu. Und wo gibt's denn das? Auf Seiten. Ich habe es auf Reddit gesehen. Aber okay. Reddit ist also es wäre schon Punkrock, wenn man das jetzt wieder dran kriegte und da wäre dann einfach so eine Rausbissspur, Bissspur dran. Ja. Da hatte die Person auf jeden Fall was zu erzählen. Ja. Und da hatte ich diesen Unfall und dann lehnt die mir das Bein wieder an und als wäre das nicht bescheuert genug gewesen, ne? Hat da einfach und ich sag, was fehlt denn da? Ja, das hat der gegessen. Ja, wer hat das? Mensch. Und da hat der Typ das einfach auf der Straße aufgegessen. Ja, ich sag ja beim Hinfallen, beim Skaten auch immer, wenn der Schmerz vorbei ist, ist nur noch eine lustige Geschichte. Ja. Und hier ist es ja auch so. Am Ende ist es so. Ja. Schön. Konnten wir jetzt noch mal aufmachen. Setzt voraus, dass der Schmerz jemals vorbei ist, aber wenn, dann? Ja, ich denke schon, oder? Logisch. Wenn dein Bein angegessen ist. Ja. Wir können ja, statt irgendwie wieder einen Song in irgendeine Playlist zu machen, was wir eh nicht machen, auch nochmal kurz reden über The Curse. Soll eine Serie sein, die vor 2 Monaten rauskam, beendet. Richtig, und jetzt hast du endlich geschafft, das Ende zu gucken. Ja. Und wie machen wir das jetzt? Für die, die vielleicht... Also ich habe manche Leute gesehen, die gesagt haben, das ist die beste Serie, die ich je gesehen habe und niemandem empfehlen kann. Das fand ich witzig. Mhm. Aber also ich würde sie schon Leuten empfehlen, die Dinge sehen wollen, die sie so noch nie gesehen haben. Mhm. Was ja auch mein Stream-Konzept manchmal ist. Die vielleicht auch nicht den Standard-Scheiß suchen. Ja. Und die sich in deinem Fall, weiß ich nicht, ob du das so sagen würdest, die sich halt mit Fremdscham ausführlich auseinandersetzen wollen oder so. Ja, was heißt? Nathan, man weiß ja, was man kriegt, wenn man Nathan ja, also und, The Curse ist von Nathan Fielder. Genau. Und wenn man zum Beispiel das Rehearsal gesehen hat. Das war halt auch wieder auf eine andere Art richtig geil, weil das immer mehr Meta wurde. Genau. Aber Nathan For You ist schon trotzdem sein Meisterwerk für mich. Und ich finde, wenn man Nathan For You und Rehearsal guckt, ist The Curse der richtige nächste Schritt. Ja. Weil diese Comedy fast komplett raus ist. Man muss dazu sagen, es ist die erste Serie oder halt Produktion, die er macht, die nicht mit reellen Personen, also mit random Passanten. Genau, nur Schauspieler. Es sind nur Schauspieler diesmal. Aber es fühlt sich teilweise nicht so an. Und er nimmt dieses Gefühl aus diesem Comedy-Kontext fast raus, isoliert. Ja. Dieses ekelhafte Gefühl von, wann hört es endlich auf? Mhm. Und packt es halt in so eine Beziehungs-, also eigentlich in zwischenmenschliche Beziehungen rein, die nicht zwangsläufig zur Belustigung dienen. Eigentlich rein storytechnisch passiert gar nicht so viel. Es hangelt sich eigentlich von einer schweren oder unangenehmen zwischenmenschlichen Situationen zur nächsten. Also ich habe gesagt, ich hatte so das Gefühl, dass er ganz viele Ideen hatte für Nathan For You, wie er Leute verarschen will und da ganz viele Settings bei rumgekommen sind, die kannst du mit
mit Leuten, die keine Schauspieler machen, sind, nicht so erzeugen oder nicht so einfach. Und die hat er jetzt irgendwie alle da reingepackt, so fühlt sich's für mich an. Und in all diesen Szenen möchtest du eigentlich als Zuschauer eingreifen und Dinge richtig stellen, weil keiner bereit ist, mal klar Schiff zu machen, mal zu sagen, was ist da eigentlich los? Ne? Alle lügen sich irgendwie so eine komplette Welt zusammen, im Großen und Ganzen. Und dieses Lügenkonstrukt wird immer und immer größer. Aber muss dazu sagen, es hat sich für mich nicht unrealistisch angefühlt. Also es ist für mich völlig plausibel, dass Leute so sind. Also es ist jetzt nicht irgendwie larger than life Persönlichkeiten oder sowas, sondern es ist schon... Ja, also im Laufe der Serie stellt sich die Frage, ob paranormale Aktivitäten sich finden oder nicht. Ja. Weil es ist ja vom Curse die Rede, aber das wird teilweise ja auch aufgelöst, dass es nichts mit dem Curse zu tun hat. Ja, ich will gar nicht zu viel sagen. Oder vielleicht auch doch, ne? Also es wird zum Unklaren gelassen, so ein Stück weit. Ja. Und das findet dann in der letzten Folge diesen Kulminationspunkt und die haben wir heute geguckt. Ja. So, ab Minute wann ist wieder spoilerfrei? Es gibt keine Spoiler. Okay, lass mal. Ich würde noch sagen, also wenn ihr so A24-Filme gut findet, dann werdet ihr das auch gut finden, glaube ich. Also man merkt das schon sehr. Ich weiß nicht, inwiefern du da so drin bist, aber diese ganzen Jordan Peele-Filme sind halt alle da entstanden und die sind auch halt, die sind da auch so ein bisschen weird immer, sag ich mal. Also mal kurz zur First Reaction. Wir haben die letzte Folge geguckt. Mhm. Du bist so, bist du rausgegangen auf Flette? Kamst wieder? Ich habe mich dafür entschieden, dass es gut ist. Ja. Nein, war so. Ja, wer auf Metaphern steht, wird auf jeden Fall auch ein Freudenfest haben, denke ich mal. Ja, aber man muss das, es ist halt nicht so. Genau. Es ist nicht so ein prätentiöses Ding, was nur darüber funktioniert oder sowas. Hm. Das finde ich auch gut. Ja. Ja, dass das ganze Ding relativ metaphorisch oder metaphernstark aufgebaut ist, mir auch ist in der letzten Folge so aufgefallen, weil sich gewisse Fragen stellen, die sich meines Erachtens mit Metaphern auflösen lassen. Ja. Ja. Schön. Was geht mal der Woche? Muss schon viel sein eigentlich, ne? Naja, also du musst so sehen, Christchurch war eine 10. Das stimmt. Eine 9, Entschuldigung. Also ich merke wirklich in mir, wie ich weniger Empathie habe, weil es ist Russland, aber es ist eigentlich super asozial und deswegen müsste man schon auf eine 9 gehen. Muss man ehrlich sagen, es ist ja das russische Volk. Klar kann man sagen, dass die irgendwie nicht genug tun, um irgendwie das Land gerade zu biegen, aber hat auch seine Gründe sicherlich. Ja. Die sind ja auch A indoktriniert und B klein gehalten durch den Staat, also... Frag mich, wann es da mal richtig knallt. Dieses Cannabis-Ding ist eigentlich auch ein Riesenteil, so, ne? Also. Ja. Lass mal Leute halb machen, weil es Russland ist. Okay. Perfekt. So machen wir's. Ja, dann, ich habe überhaupt keine. Aber es fehlen noch Informationen. Also, es ist noch interessant, was noch passiert in Moskau, was sich da aufklärt und so weiter. Wenn das schon alles geklärt wäre, könnte man, glaube ich, besser einen finalen Punkt, finale Wertung finden, was das jetzt zu bedeuten hat. Ja. Also ist es wirklich nur einer von diesen vielen völlig übertriebenen IS-Anschlägen oder hat es wirklich irgendwas Krasses zu tun? Oder ist es vielleicht der Stein des Anstoßes, dass die jetzt endlich mal sagen, ey, lass den Präsidenten stürzen oder so? Ja, ich glaube nicht. Also in der Regel ist es ja so, in Krisen stellen sich die Leute viel mehr hinter ihren Führer, sage ich jetzt mal bewusst. Als 9-11 war, haben ja auch plötzlich Bush alle cool gefunden, obwohl der super gehatet war. Oder als der Reichstag gebrannt hat. Ja. Ja. Kann natürlich auch sein, dass Russland das einfach selber macht. Nö, muss jetzt alles zusammenhalten. Ja, das wäre schon hart. Das sieht aktuell nicht danach aus. Ja. Ja, gut. Dann haben sind wir schon wir bei mal. Einer Stunde oder sind ich wir noch Ich habe keine Ahnung, wann wir angefangen haben, aber es ist okay. Ja, kauft, gibt Robin 20 Euro für den Brennpunkt. Gibt mir einfach Geld. Damit er das für Reichskristalle ausgeben kann. Für die Reichskristallnacht? Nee. Das hast du jetzt gesagt. Wie heißen die Kristalle? Ach, du hast schon reich. Ah, Rift, Alter. Ich dachte, du sagst Rift und ich mache da einen Gag draus, aber du hast ja schon. Oh. Schneid weg. Ja, schneid ich weg. Gut, Jessie, sag mal, jetzt verabschiede die Leute doch mal hier. Es war mir ein Fest, hier zu sitzen und euch beim Podcasten zuzuhören. Das sagen die ZuhörerInnen jetzt. Wascht euch, musst du noch sagen. Ist ganz wichtig, weil unsere. Entweder ihr wascht euch, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, könnt ihr euch auch die Schamlippen abschneiden. Das ist auch genauso hygienisch. Ja, auch. Macht jedes Mal, wenn ich keinen Bock auf Baden habe, einfach vorhauen, das Stück abschneiden. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, die Musik ist so laut.